Ein Sturmtief, das derzeit im Südosten Australiens für heftige Regenfälle und Überschwemmungen sorgt, macht auch diesem Frachter vor der Küste Sydneys zu schaffen. Das Schiff trieb am Montag in schwerer See manövrierunfähig auf die Küste zu. Zwei Hubschrauber versuchten vergeblich, Mitglieder der 21 Personen starken Crew aus der Luft zu retten. Der Versuch wurde abgebrochen, da die bordeigenen Schiffskräne das Abseilen nicht zuließen, so ein Sprecher des Such- und Rettungsdienstes. Nach Angaben der Behörden wurden zwei Schlepper eingesetzt, um den Frachter in Richtung Meer und weg von der Küste zu ziehen. Auch im weiteren Verlauf des Montags sollte es zu weiteren Unwettern kommen. An Land sorgten durch Regen über die Ufer tretende Flüsse für Überschwemmungen. Luftbildaufnahmen zeigten Baumaterialien zerstreut wie Mikado-Haufen oder langsam im Wasser versinkende Vororte Sydneys. Tausende wurden aufgefordert, den Südwesten der Stadt zu verlassen. Nicht nur Menschen müssen angesichts der Wassermassen fliehen. Australische Rettungskräfte brachten am Sonntag mit Booten auch mehrere Tiere in Sicherheit.